Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass du reingeklickt hast zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Mazda 2 Hybrid. Der ein oder andere, der diesen Kanal durchaus schon öfter verfolgt, der wird festgestellt haben, Moment mal, Mazda 2 hat er doch erst vor kurzem vorgestellt. Ja, ist richtig. Und komisch, der sah anders aus. Auch richtig. Denn es gibt in der Tat zwei Mazda 2, quasi das doppelte Lottchen. Und das spielen wir heute den ganzen Tag so ein bisschen, denn der Mazda 2 ist im Grunde, wenn man es genau betrachtet, ein Toyota Yaris, der quasi durch sogenanntes Batch Engineering, das heißt also, dass man nur dezente Modifikationen vornimmt, übernommen wurde. Warum das Ganze passiert ist, das werden wir heute unter anderem klären. Wir werden aber natürlich mit dem Vollhybriden hier auf unsere bekannte Verbrauchsrunde gehen. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Dann wollen wir natürlich herausfinden, wie sparsam ist so ein Hybrid, wie fährt er sich im Alltag, was bietet er denn sonst an Fahrverhalten, an Assistenzsystemen, an Komfort und natürlich die Platzverhältnisse wollen wir genauer anschauen. Wie viel Platz ist im Fond, wie viel im Kofferraum, was kostet der Wagen? All das erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. Abonniere diesen Kanal kostenlos, falls du es nicht schon getan hast, damit du immer die neuesten Videos von mir bekommst und meine Arbeit honorierst. Und deinen Kommentar unten in der Kommentarbox, den möchte ich lesen, dann können wir diskutieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Mazda 2 Hybrid. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Video, noch ein kurzer Hinweis zum Werbepartner für dieses Video. Das ist das Modelabel JP1880. Das bietet Männermode in großen Größen an und die trage ich hier auf alle Fälle. Und ich mag aber auch die Mode von JP1880, weil die Stoffe angenehm weich sind, gerne auch ein bisschen Stretchmaterial verwendet wird und das Ganze auch für meine Begriffe wirklich gut ausschaut. Und es gibt auch Mode hier mit trendigen Sachen, immer aktuelle Mode. Schaut einfach mal auf JP1880 und für eure erste Bestellung habe ich einen Rabattcode unten in der Videobeschreibung für euch. Da gibt es dann 20%. Und ich würde dir sagen, man muss sich nicht immer nur mit dem Auto schön kleiden, man kann sich selbst auch was gönnen. Also macht ihr das mal und dann würde ich sagen, wir starten in das Video-Review zum Mazda 2 Hybrid. Viel Spaß! Wie bereits eingangs gesagt, haben wir heute das Spiel des doppelten Lottchen. Bedeutet im Endeffekt, wir sehen heute relativ viel doppelt. Zum einen eben der Mazda 2, der in der Tat zweimal vorhanden ist. Es gibt ihn einmal direkt von Mazda entwickelt und eben hier als Mazda 2 Hybrid, im Prinzip ein umgelabelter Toyota Yaris. Auch beim Toyota ist es dann eben der Fall, wenn man sich den Yaris anschaut, dann sieht man den Mazda 2 und denkt sich, Moment mal, das ist doch eigentlich das gleiche Auto. Ja, genau so ist es. Auch hier spielt das doppelte Lottchen ebenfalls wieder mit. Dennoch erkennt man hier den ein oder anderen Unterschied zum Mazda, wenn man sich den Toyota im Vergleich anschaut. Denn der Mazda hat nun mit der Modellpflege des Mazda 2 Hybrid im Jahre 2024 eine Veränderung der Frontmaske bekommen. Hier ist mehr Eigenständigkeit im Kühlergrill-Design entstanden. Und am Heck haben wir jetzt die Leiste zwischen den Rückleuchten ist bei Mazda in Wagenfarbe lackiert, während sie bei Toyota Hochglanz schwarz ausgeführt ist. Identisch beiden Fahrzeugen natürlich auch die Abmessungen. 3,94 Meter ist der Mazda 2 Hybrid lang, hat eine Bauraumbreite von 1,75 Meter mit eingeklappten Außenspiegeln und eine Höhe von 1,51 Meter. Und mit diesem igelartigen Design, diesem rundlichen Design, buckligen Design, fällt er auch ganz klar schon als Kleinwagen auf. Mitbewerber hier wären unter anderem eben der Mazda 2 selbst als Verbrennervarianten oder aber eben die Modelle des Volkswagen-Konzerns, Ibiza, Polo oder der Fabia. Zudem natürlich auch Hyundai i20
oder eben Kia Rio, um mal hier so ein paar Mitbewerber zu nennen. Schauen wir dem Mazda 2 Hybrid einmal hinter die manuell öffnende Heckklappe. Da sehen wir dann einen durchaus passabel großen Kofferraum, der tief nach unten hinunter geht, leider keinen doppelten Laderaum bietet, hat ein Standard-Laderaumvolumen von 286 Liter und die Rücksitzlehne lässt sich im Verhältnis 1/3, 2/3 geteilt umlegen. Es entsteht hier eine deutliche Stufe, dadurch ist der Kofferraum nicht optimal nutzbar beim Mazda 2 Hybrid. Dennoch eine ordentliche Laderaumkapazität von 935 Litern, die uns hier zur Verfügung stehen. In der zweiten Sitzreihe geht es dann auch durchaus eng zur Sache, vor allem für Erwachsene. Meiner Körpergröße von 1,76 stoße ich hinter meinem imaginären Ich mit den Knien an der Vordersitzlehne an. Die Kopffreiheit ist gut, die Kopfstützen lassen sich ausziehen, es gibt sogar Haltegriffe, leider aber keine Mittelarmlehne oder aber eine Stromversorgung gar oder eben sogar Luftaustritte. Also hier ist man dann doch im Kleinwagenbereich noch stark vom Budget limitiert. Dafür aber gibt es zwei Isofix-Halterungen an den Außenpositionen. Schade, dass es nicht der Beifahrersitz bietet. Der ist allerdings hier interessanterweise für ein asiatisches Fahrzeug in der Höhe verstellbar. Genauso wie der Fahrersitz. Der bietet in unserem Fall sogar noch eine Lordosenstütze. Und wir haben hier eine sehr schöne Stoffbespannung mit Kunstleder und einem eher groberen Stoffgeflecht. Man sitzt hier in dem Sitzen unheimlich gut drinnen. Sie bieten viel Bewegungsfreiheit, auch ausreichend Schenkelauflage, was für Kleinwagen ja eher selten ist. Zudem sitzt es sich ganz ordentlich hinter dem Dreispeichen Lederlenkrad, das überschaubar ist, was die Tastatur angeht. Auf der linken Seite dann die Bedienung eben für das volldigitale Kombi-Instrument. Auf der rechten Seite dann die Bedienung der Fahrassistenz, im Speziellen eben auch die Abstandsregeltempomatisierung. Der Blick über den Instrumententräger zeigt auch, dass wir hier nicht direkt in einem Mazda sitzen, denn das Cockpit ist nicht zum Fahrer hin orientiert, sondern ganz klar, der Monitor beispielsweise ist eher zum Beifahrer hin geneigt. Das würde bei Mazda eigenen Fahrzeugen eher nicht davor vorkommen. Da steht der Fahrer doch stark im Fokus. Also kann man auch hier eben den Toyota erkennen. Das System ist 1:1 und auch der Innenraum von Toyota übernommen, ist sauber verarbeitet, bietet gute Materialien, alles ist gut im Blickfeld, lässt sich locker und aus der alles in Reichweite bedienen. Wir haben, wie gesagt, ein voll digitales Kombi-Instrument, das sich in mehreren Varianten einstellen lässt. Die Bedienung ist etwas komplex und erfordert ein bisschen Eingewöhnung. Wir haben aber, und das ist ein echtes Highlight, ein richtiges Head-Up-Display, was seine Informationen in die Frontscheibe hinein projiziert. Das sieht man so wirklich selten, vor allem nicht in dieser Klasse. Das ist richtig gut, vor allem toll ablesbar in einer guten Höhe. Also das macht sich gut bemerkbar. Genauso wie der große zentrale Media-Bildschirm, der hier auch wirklich optimal in Sichthöhe untergebracht ist. Er wirkt jetzt auch nicht zu aufgesetzt, zumindest von innen. Die Bedienung ist einwandfrei, logisch und auch simpel gehalten. Apple CarPlay und Android Auto sind hier ebenso an Bord und können auch kabellos umgesetzt werden. Das Smartphone kann dann ganz unten entweder über zwei USB-C-Anschlüsse mit Strom versorgt werden oder induktiv in einer Ladeschale liegen. Die Klimatisierung übernimmt eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Auch hier wieder ein Punkt. Normalerweise wird das auf eine Zone reduziert. Hier haben wir zwei. Dann haben wir die Sitzheizungsbedienung. Die ist relativ einfach mit einem Kippschalter. Entweder stark oder leicht. Zudem gibt es auch eine Lenkradheizung. Die befindet sich dann links vom Lenkrad positioniert. Ablagen gibt es genügend. Die Ablagen in den Türen sind eher etwas kleiner, das Handschuhfach ausreichend groß und in der Mittelarmlehne ist dann auch noch ein kleines Staufach. Zwei Becherhalter sind darunter untergebracht. Leider ist die Mittelarmlehne aber nicht in ihrer Länge verschiebbar. Wir haben zudem auch noch ein Glasdach, das sich allerdings nicht öffnen lässt, dafür aber auch einen guten Sonnenschutz bietet, wenn man dann hier die Rollos zuzieht. Kommen wir aber jetzt zum wesentlichen Punkt und das ist das Thema Fahren mit dem Mazda 2 Hybrid. Wir haben hier als Antriebe zwei
verschiedene Antriebe zur Verfügung. Zum einen einen Elektromotor, der die Vorderachse antreiben kann, und wir haben auch einen Verbrennungsmotor, der ebenso die Antriebsachse vorne mit Kraft versorgen kann. Gekoppelt ist das beides dann als Kraftübertragung an ein stufenloses Automatikgetriebe. Und das Zusammenspiel der beiden Motoren, E-Maschine und Verbrenner, wird dann mit einer Systemleistung von 85 kW angegeben. Das reicht in der Praxis aus, um den 1180 Kilo schweren Mazda 2 Hybrid in 9,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Mazda 2 Hybrid, die liegt bei 175 Stundenkilometer. Interessant ist natürlich, wie diese beiden Antriebe miteinander arbeiten, und das funktioniert natürlich bekannt durch Toyota hervorragend gut. Der Verbrennungsmotor ist im Endeffekt die Antriebsquelle, die vornehmend für Kraft sorgt, sowohl eben auch die Antriebsachse mit Kraft versorgt oder aber eben Energie in die kleine Antriebsbatterie, die wir noch zur Verfügung haben, einspeist und so eben dann hier immer wieder dafür sorgt, dass genügend Strom im Akku vorhanden ist, um auch Teilstrecken bis zu 1 Kilometer voll elektrisch zu fahren. Aufladen muss man dieses Hybridsystem nicht, denn eben der Verbrennungsmotor übernimmt hier die Aufgabe des Laders, sage ich jetzt einfach mal. In der Praxis heißt es aber gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich, Stadtverkehr oder Anfahren, das gelingt dann meist eben elektrisch. Da, wo der Verbrennungsmotor durchaus viel Energie normalerweise aufwendet, auch im Stop-and-Go-Betrieb, da kann der Elektromotor effizient eben voll elektrisch den Mazda 2 Hybrid antreiben und so natürlich auch den Kraftstoffverbrauch deutlich nach unten treiben. Kraft ist genügend vorhanden, der E-Motor schiebt untenrum eher ein bisschen an, der Verbrennungsmotor kommt dann oben mit rein, wenn noch zusätzlich Leistung benötigt wird. So funktioniert das ganz gut. In der Praxis muss man sagen, der Mazda 2 Hybrid animiert durch seine Akustik auch oftmals einfach zu einer sehr ruhigen, zurückhaltenden Fahrweise, wenn denn aber auch eigentlich normalerweise genügend Kraft da wäre, um auch mal ein bisschen zügiger voranzukommen. Denn wenn man dann mal so richtig reintritt, spult natürlich der Benziner hoch auf ein Drehzahlniveau von eben so 4.500 Umdrehungen, und dann braucht das schon echt recht lange, bis dann eben hier mal Kraft aufgebaut wird. Das ist ganz klar. Dennoch, von der Akustik ist es zwar relativ laut, wenn man dann aber eben langsamer und ruhiger fährt, dann wird der Verbrennungsmotor auch gerne mal abgeschaltet. Wie jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt so 95 km/h. Das fahren wir jetzt gerade komplett voll elektrisch. Es ist genügend Strom da und dann wird hier natürlich jetzt wieder Kraftstoff gespart. Die Akustik ist auch so ein Thema. Windgeräusche hört man doch recht stark. Es ist eher alles ein bisschen dünnwandig hier ausgeführt, um natürlich eben das Gewicht von 1180 Kilo zu erreichen, was ja für so ein Fahrzeug mit eben zwei Antriebstechnologien quasi schon eine Hausnummer ist. Da sind viele Autos deutlich schwerer. Hier kann der Mazda 2 Hybrid echt punkten. Punkten kann er auch mit einem sehr ausgewogenen Fahrwerk, das sehr schluckfreudig ist und auch einen sehr guten Komfort insgesamt bietet. Dynamisch ist das Fahrzeug auch zu bewegen, allerdings schiebt er dann eher recht frühzeitig, aber gut kontrollierbar über die Vorderachse. Die Lenkung, ja, die bietet eine ordentliche Rückmeldung von der Straße, ist jetzt natürlich nicht die direkteste und nicht die mitteilungsfreudigste. Ich finde aber, das passt ganz gut, und Mazda mit seinem eher sportlichen Anspruch kann das hier durchaus gut adaptieren und auch wirklich für sich mit beanspruchen. Also ein echter Mazda-Kunde fühlt sich jetzt hier nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen. Das ist ja recht essentiell. Auch bei der Sicherheit ist man hier top of the line. Man hat eben Abstandsregeltempomaten, tote Winkelüberwachung, Notbremsfunktion. Auch beim Parkieren zum Beispiel gibt es eine Notbremsfunktion und eben dann auch
hier noch das ein oder andere Sicherheitsfeature wie diverse Airbags, Rückhaltesysteme etc. Also das Fahrzeug ist absolut auf dem Stand der Technik. Jetzt habe ich euch auf den Stand der Dinge gebracht und ich würde sagen, jetzt fahren wir zum Fazit und da gibt es natürlich dann nochmal die wichtige Information zum Preis und vor allem zum Verbrauch des Mazda 2 Hybrid. Also bis gleich. Ja, große Frage, lohnt sich das denn überhaupt, wenn zwei Hersteller so kooperieren? Ja, das tut es. Zum einen, Toyota verkauft mehr Hybridsysteme, die Kosten dadurch sinken und die Auslastung des Werkes steigt, wenn man noch ein zusätzliches Modell verkauft. Mazda gewinnt zusätzlich ein sehr sparsames Produkt und kann den CO2-Flottenverbrauch senken und erspart sich dann teure Strafzahlungen. Also eine Win-Win-Situation für beide. Aber wie ist es denn für Mazda, dass man jetzt zwei unterschiedliche Fahrzeuge im Programm hat? Auch eigentlich kein Problem, denn wenn man genauer hinschaut, der normale Mazda 2 ist das agile, kleine, handliche, leichtfüßige Fahrzeug mit den typischen Mazda-Insignien, wie zum Beispiel eben zum fahrerorientiertes Cockpit, alles vielmehr so ein bisschen um den Fahrer integriert. Der Mazda 2 als Hybrid, der kommt dann eher zwar optisch dynamisch daher, hat aber in seiner Charakteristik eher den Komfortaspekt und den Alltagsnutzwert so ein bisschen mehr im Fokus. Man merkt, das Cockpit ist nicht mehr fahrerorientiert, die Sitze sind deutlich bequemer und der Wagen fährt sich einfach insgesamt entspannter, weniger auf Dynamik hin ausgeprägt. Dafür aber mit einem sehr ausgereiften, hervorragenden Vollhybrid-Antriebsstrang, der von Toyota ja über Jahre bewährt ist. Deswegen gibt es auch 6 Jahre Herstellergarantie ab Werk von Mazda. Das auch ein Pluspunkt, den der Mazda gegenüber dem Toyota hat. Beim Verbrauch, da sieht es natürlich identisch aus, ganz klar, denke ich mal. 3,8 Liter ist der Testverbrauch für den Mazda 2 Hybrid. Sehr respektabel auf unserer Runde. Und damit schafft er dann einen Aktionsradius von 900 und ein paar zerquetschten Kilometer, denn 36 Liter ist der Kraftstofftank groß. Also echter Nutzwert, wenn auch auf sehr kompakten Abmessungen. Kofferraum ausreichend, Sitze hinten, naja, da wird es natürlich eng. Irgendwo müssen die Abstriche gemacht werden. Fahren tut er sich gut, angenehm, komfortabel, tolle Assistenzsysteme. Gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu bemängeln, doch vielleicht nämlich den Preis. 24.990 Euro ist der Einstiegspreis für den Mazda 2 als Hybrid. Wer dann hier die Vollausstattung nimmt mit dem Homura Plus, so wie er hier steht, der muss dann mal 33.840 Euro auf das Konto des jeweiligen Händlers liefern. Viel Geld für einen aber sehr guten Kleinwagen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr mir schreibt. Unten in der Kommentarbox ist dafür Platz. Abonniert den Kanal und schenkt mir noch ein Like. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder hier bei UbiTestet. Danke fürs Reinklicken. Tschüss und Servus.